Ganz ehrlich, manchmal steht mir das Leben auch bis hier. Ich möchte heute mal wieder ein ganz ehrlich Video aufnehmen. Ich hatte das immer mal wieder gemacht in der letzten Zeit, einfach um mal, ja, aus freiem Herzen, aus offenem Herzen und voller Vertrauen in die Welt zu sprechen, in der Hoffnung, dass ich andere Herzen erreiche, die vielleicht durch meine Erfahrung lernen können. Und es ist gerade so eine dichte Zeit wieder. Einerseits gibt es ganz viele wundervolle Wunder, die überall an den Straßenecken auf uns warten, entdeckt zu werden. Und andererseits gibt es so viel Drama, Panikmache, Angst und Schrecken. Es ist so dicht und das seit 2 Jahren. Um diese Zeit vor 2 Jahren ging es los hier auf Mallorca, teilweise zeitgleich auf der ganzen Welt, mal etwas früher, mal etwas später. Das war die Zeit, in der quasi unsere 7-wöchige Quarantäne begann. Und es war damals vor 2 Jahren für mich mit die intensivste erstmal, ja, Angstzeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal so viel Angst haben könnte. Was passiert? Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal Soldaten mit Maschinengewehren durch die Straßen patrouillieren sehen würde. Einerseits kommt das gerade hoch, dann haben wir so intensive Sonnenstürme in der letzten Zeit gehabt, gerade in den letzten Tagen wieder. Wir haben heute den 16. März 2022. Heute haben wir einen Portaltag. Der ganze März ist wieder voller Portaltage. Ich nehme nicht an jedem Portaltag ein Video auf, aber die Energie an solchen Tagen ist auch wieder sehr speziell, sehr dicht. Wir sind gerade gewechselt von einer sanften Welle in jetzt die gelbe Kriegerwelle. Das ist wieder eine etwas Sehenzeit. Jetzt ist wieder eine Aktivitätszeit, Mutzeit, ja, sich der Angst zu stellen und eben frei zu entscheiden, gehe ich in den Kampf, gehe ich in den Konflikt oder in meinen inneren Frieden, in meine Harmonie, egal was um mich herum passiert. Und es ist halt total intensiv. Also wenn du mehr über die Portaltage lesen möchtest oder auch Videos schauen möchtest, verlinke ich unten den Kanal, die Webseite meiner lieben Freundin Jamila Metisch. Sie ist Spezialistin für die ganzen, für den Maya-Kalender und die Portaltage. Sie hat tolle Infos immer zu den jeweiligen Tagen, kann ich sehr empfehlen. Und es ist jetzt heute generell ein Tag, an dem wir noch mal mehr eben in die innere Harmonie kommen dürfen, zurückkommen dürfen. Ich habe mich heute vor das Sternentor der Seele gesetzt, einfach um diese sanfte, sanfte Seelenenergie an dich weiterzugeben, weil es heute und auch in der kommenden Zeit so, so wichtig ist. Die Dinge haben ja alle irgendwo auch eine Harmonie, einen Plan. Ich bin der festen Überzeugung, dass alles, was jetzt passiert, wirklich einem höheren Plan folgt, einem Muster folgt, das uns eben in diesen Aufstieg durch den Wandel bringt. Und ich kann immer wieder nur sagen und mich selber daran erinnern, dass wir nicht nur das Licht im Tunnel sein können, also in dieser dunklen Zeit füreinander leuchten können, sondern wir können auch aus dem Tunnel aussteigen, wir können aus dem Drama aussteigen, aus dieser Welle an Emotionen. Ich muss da immer, immer wieder dran erinnern und mich auch. Ich hatte in den vergangenen Tagen so, so intensive Träume, habe ganz viel für mich aus der Vergangenheit wieder ans Licht holen können und transformieren können, unter anderem mit meiner neuen Möhrenübung. Grandios, die habe ich gerade. Ich habe gestern Besuch bekommen von einem wundervollen Pärchen aus der Schweiz, lieben Freunden. Und deshalb habe ich dann in der Nacht, als ich diesen, ich hatte wirklich einen heftigen Albtraum, dann diese Möhrenübung gemacht, sodass ich dann heute mit meinen Freunden über die Insel reisen kann, ihnen die Schönheiten der Insel zeigen kann. Also die Möhrenübung, wer sie noch nicht kennt, ich verlinke es unten in der Videobeschreibung, aber auch hier oben. Es ist eine tolle, einfache Übung, um alte Emotionen und Ängste aus dem System herauszunehmen,
zu transformieren und an diese Stelle dann Lichtsamen zu setzen, damit in diesen frei gewordenen Platz einfach noch mehr Licht kommt. Und wie ich eingangs sagte, also manchmal steht es mir auch bis hier. Würde ich nicht diese Berufung haben, dass ich euch, dich motivieren möchte, das ist einfach mein schönster, größter Plan hier auf der Erde, dann würde ich mich in den letzten 2 Jahren einfach komplett aus dem System herausgenommen haben und einfach mein Licht von innen heraus leuchten lassen. Nun mache ich aber diese Videos, ich mache meine Tagesimpulse in den sozialen Netzwerken, damit eben eine sanfte, subtile, starke Welle gegen das Alte antreten kann, in Liebe für die neue Zeit, für den Frieden, für den Respekt, für ein schönes Miteinander. Doch ganz ehrlich, auch manchmal steht mir das Ganze bis hier oben, nicht in Bezug darauf, euch zu unterstützen, dich zu unterstützen, sondern ich bekomme ja auch sehr, sehr viele Informationen von allen Seiten zugetragen. Obwohl ich kein Fernsehen habe, obwohl ich mir nichts anschaue, was mit dem Weltgeschehen zu tun hat, werde ich natürlich informiert. Das passiert halt in Gesprächen. Und ich hatte jetzt eine Woche jeden Tag ganz vielen, ganz großartigen Besuch hier. Wir haben viel diskutiert, tolle Gespräche. Aber ich merke, wenn ich zu tief einsteige, und das ist jetzt mein wichtigster Impuls für dich, wenn ich als Hypersensible zu tief einsteige in den Kaninchenbau mit all diesen ganzen Vermutungen, wie das alles zusammenhängt, was auf uns zukommt, dann flippe ich aus. Es ist irgendwann zu viel. Ich habe das in den letzten 2 Jahren immer wieder gesagt. Bitte, bitte achte darauf, mit wie vielen Informationen und vor allen Dingen mit welchen Informationen du dich fütterst. Und das spüre ich gerade am eigenen Leib. Einerseits fordert diese Zeit Transformation, hinschauen, auflösen, Liebe säen im Inneren und Frieden finden. Und andererseits prasseln diese ganzen Eindrücke auf uns nieder. Das Alte bäumt sich auf, rebelliert. Auch in uns. Und ich finde es total in Ordnung, mal zu sagen, boah, ich mag gerade nicht mehr. Ich hatte letztes Jahr mal ein Video gemacht, da bin ich gerade hier im neuen Zuhause eingezogen und habe gemerkt, das war alles zu viel. Also ein Riesenumzug, weil ich ja sehr viele Sachen habe, weil ich ja selbstständig bin mit Atelier und Bildern und dem ganzen Kram plus Garten als Selbstversorgerin eben teilweise. Und dann habe ich gemerkt, wie das alles in mir gearbeitet hat. Und jetzt ist wieder so eine Phase. Und ich lese es ja auch in den Kommentaren, gerade bei den aktuellen Energievideos, wenn wieder ein Sonnensturm kommt oder jetzt pulst im Moment die Schumann-Frequenz wieder sehr intensiv. Da kann man auch mal sagen, Mann, es ist mir jetzt einfach mal zu viel. Was ich dann mache, ist ganz besonders ruhige Tage zu machen, schöne, friedliche Meditationen machen, manchmal auch geführte Meditationen, weil das, selbst wenn man sehr geschult darin ist, die Meditationen aus sich selbst zu kreieren, einem inneren Plan zu folgen, dann ist es auch mal sehr schön, sich durch eine Meditation führen zu lassen. Ich erinnere mich noch an eine meiner ersten Meditation, die ich auf CD bekommen habe, die hatte ich geschenkt bekommen. Da führte eine sehr wundervolle Sprecherin mit einer wunderschönen Stimme einfach nur durch eine Landschaft und damit durch die Chakren. Es ging erst durch ein Mondfeld, dann durch einen Hain aus Orangenblüten, dann über ein Sonnenblumenfeld, dann über eine Blumenwiese mit einem Bach und dann ging es in einen Berg, einen Berghang hinauf, in eine Amethysthöhle und dann auf den Berg in den unendlich blauen Himmel. Es war so schön und das kann ich wirklich nur ans Herz legen, gerade jetzt viel, viel Frieden zu fühlen, inneren Frieden zu tanken und sich selbst, das hatte ich im letzten Video als Engelkarte gezogen, den Engel der Gnade, sich selbst gegenüber wirklich gnädig zu sein. Ja, denn
Ganz ehrlich, es darf mal in uns brodeln. Und ich habe das heute meiner Freundin erzählt, als wir beide den Powerwalk machten. Ich schimpfe dann, wenn ich nachts aufwache mit einem Albtraum und den Revue passieren lasse, sortiere, analysiere, denke ich manchmal, Menschenskinder, was soll das jetzt wieder? Wieso kommt das jetzt wieder hoch? Ich bin dann wirklich mal frustriert und wütend und merke dann, wenn ich doch die Schöpferin dieses Lebens bin, wenn ich doch das eine bin, das das hier alles kreiert, was macht es dann für einen Sinn, auf mich selber wütend zu sein? Ja, es ist jetzt so. Ich wollte jetzt hier sein. Ich habe das Ganze kreiert. Ich habe das Drehbuch geschrieben für mein spezielles Leben mit allem drum und dran. Tief durchatmen. Und dann habe ich vor einiger Zeit ein Video gemacht. Aus Wut Mut machen. Wie kann ich, Sonja? Also diese Wutenergie, die ja sehr viel Kraftpotenzial hat, die auch sehr gut jetzt zu dieser gelben Kriegerwelle im Maya-Kalender passt, umwandeln und etwas Schönes, Aktives daraus machen. Während der Sonnenstürme habe ich zum Beispiel ganz viele Lotusbilder gemalt. Ich liebe Monet, ich liebe die wunderschönen großen Seerosenbilder von Monet. Und ich habe einfach mal mich so mit seiner Frequenz verbunden und habe mal selber ein bisschen Seerosen, Bilder gemalt. Und es hat mich so in meinen Frieden gebracht. Und es gibt immer, immer Möglichkeiten, das Ganze wieder in die Ruhe zu bekommen. Ich brauche dann auch einen Powerwalk. Deshalb hat mir das heute Morgen sehr, sehr gut getan. Wir haben ganz viel frischen Spargel gefunden. Bei uns wächst auf der Insel gerade der wilde Spargel. Es ist irgendwie jeden Monat gibt es irgendwas anderes Leckeres in der wilden Natur. Und der kommt jetzt gleich in den Smoothie rein. Und dann werden wir zusammen frühstücken, werden dann ein bisschen eben über die Insel fahren. Und dann kommt das alles wieder in eine schöne Harmonie. Wir haben kein prickelndes Wetter. Die beiden haben sich echt schäbiges Wetter ausgesucht. Es ist total bedeckt. Es ist auch nicht, es ist einfach ein useliges Wetter, wie man im Rheinland sagt. Aber wir machen es uns schön. Wir haben gestern Abend Carcassonne gespielt, nachdem ich sie vom Flughafen abgeholt habe. Für mich das schönste Spiel ever. Und ja, so kann man sich auch diese Zeiten, wo einem alles über den Kopf wächst. Und ich hatte auch einen Kommentar gelesen in dem letzten Video. Ich habe keine Lust mehr. Ich mag nicht mehr diese blöden Sonnenstürme immer wieder. Wann hören die auf? Gar nicht. Die Sonne wird immer Blubberblasen. Kilometerhohe Gasblasen ins Universum pusten. Das passiert seit Millionen von Jahren. Und mal ist es ein aktives Jahr mit vielen, vielen Sonnenstürmen. Das erleben wir gerade jetzt. Und manchmal ist es ein ruhiges Jahr. Das hatten wir davor. Also es gibt im ganzen Leben immer mal ruhige Zeiten und intensive Zeiten. Ruhige Zeiten hatten wir relativ gesehen, schön als Schlafschafe manipuliert in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt kommt halt die große Erwachenswelle und Erwachen ist nicht lustig. Das kann wirklich auch ganz viel fordern und einem hier hinstehen und höher. Aber freier Wille, Selbstentscheidung. Und ich kann mich jeden Tag neu entscheiden. Ich kann mal frustriert sein, wütend sein. Mich auch mal ohnmächtig fühlen dem Ganzen gegenüber. Dieses Gefühl spüren, akzeptieren, die Welle durchlaufen lassen. Und da möchte ich nochmal hinweisen auf diese Lichttipp-Videos, die ich in letzter Zeit aufnehme, ja, in meiner Rubrik Inspiration, wo ich genau darauf eingehe, wie man das dann wieder transformieren kann in inneren Frieden, in die Ruhe. Du kannst es, ich kann es, wir alle können das. Und je mehr wir das üben, ganz schnell wieder aus dem Drama, aus der Angst, aus dem Frust wieder in die Mitte zu kommen, desto besser ist es für uns alle. Und wie ich immer so sage, wir sind das Zünglein an der Waage. Du, ich, wir alle. Damit dieser Wandel Schritt für Schritt vorankommt. Und je mehr jetzt erblühen, erwachen und den inneren Frieden spüren, desto besser. Also ganz ehrlich. Manchmal bin ich wütend, aber größtenteils bin ich dankbar, das alles jetzt mitzuerleben, denn es ist wichtig. Es ist wirklich, wirklich wichtig.
Wir leben in einer der wichtigsten Zeiten dieser kostbaren Erde. Wir haben die riesengroße Chance, als Menschheit weit über unsere Gier, unseren Machthunger und die dunklen Teile von uns herauszuwachsen, über uns hinauszuwachsen. Und das sollten wir nutzen. Jeder für sich und dafür insgesamt auch für die Menschheit. Ja? Schön, dass du dabei bist. Danke für dein Sein. Und ich glaube, es kommt jetzt bald, vielleicht morgen, ein Channeling mit Mutter Erde wieder mal zum Zeitgeschehen. Es wird Zeit. Sie ruft mich jetzt schon seit Tagen, aber es braucht halt immer dafür auch eine gewisse Ruhe im Außen. Mal sehen, wann es kommen soll. Also, ganz viel Liebe zu dir und bis ganz bald. Deine Sonja Ariel. Wir sehen uns. Genieße den Portaltag.